Nass und glatte Fahrbahn sowie nicht an die Witterungsverhältnisse angepasste Geschwindigkeit war die Ursache eines tödlichen Verkehrsunfalls mit zwei weiteren Verletzten am Dienstagmorgen auf der A8 in Richtung Karlsruhe in Höhe der Anschlussstelle Pforzheim Nord. Die Autobahn wurde in Richtung Karlsruhe vorübergehend gesperrt. Aufgrund der besonderen Witterungsverhältnisse ereigneten sich am Dienstagmorgen zwischen 6 und 10 Uhr im Bereich der Polizeidirektion Pforzheim insgesamt 13 Verkehrsunfälle mit einem Sachschaden von rund 130.000 Euro.